Urban Gardening liegt voll im Trend. Obst- und Gemüseanbau mitten in der Stadt. Vom Garten auf den Tisch. Und wenn du das mal gemacht hast, dann willst du nichts anderes mehr essen. Reporter Fero Andersen schnuppert Hobbygärtnerluft. Wie tief müssen wir denn? Das müsste reichen, aber vorbessern. Und lernt verschiedene Gartensysteme für Großstädter kennen. Und da spare ich mir natürlich viel vom Gießen. Ja. Kohlrabi, Salat, Frühlingszwiebel. Sein eigenes Obst- und Gemüse anbauen in der Großstadt ist auch bekannt unter dem Namen Urban Gardening. Und wenn man das richtig machen will, ist jede Menge Kreativität gefragt. Es ist nämlich gar nicht so einfach, ein grünes Fleckchen in der Stadt zu finden. Im Krautgarten Blumenau, einer Initiative der Stadt München, stehen interessierten Hobbygärtnern kleine Parzellen zur Verfügung. Für das Ehepaar Andrea Werner und Peter Moser war der Garten ein echter Glücksgriff. Denn der kleine Balkon an ihrer Wohnung in Neuhausen bietet nur Platz für das Aufziehen von Setzlingen. Hallo Andrea, hallo Peter. So, das rein in den Eimer hier. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr schon so fleißig seid, dann muss ich ja auch ein bisschen mitmachen. Beikraut heißt es, kein Unkraut. Kein Unkraut. Das ist die rechte Sprachregelung. So, und hier hätten wir auch noch einen Knoblauch. Den könnte man probieren, wie der aussieht. Sieht der gut aus? Oder? Sieht gut aus. Der riecht, aber wie? Oh. Peter, sag doch mal, wer wohnt denn hier zurzeit? Ja, hier so? Sind die Klassiker. Das ist der Batavier natürlich, der Grünkohl, der Frisee da hinten, der Fenchel, die kennt man, die hat zwei kleine Kräuterchen, Thymian. Und diese Neuzüchtung der Salanova, die hat wohl den Sinn, weil jedes Blatt gleich groß ist, dass die Salatschleuder irgendwie keine Unwucht hat beim Drehen. Und warum ist dir der Garten so wichtig? Weil die Vorgabe hier ist biologische Wirtschaft. Das ist alles hier, wenn veganer Dünger, dann weiß ich auch, was hier wächst. Mindestens 5 bis 8 Stunden in der Woche muss jeder in den Garten raus und die Fläche landwirtschaftlich nutzen. Die Parzellen kann man so lange pachten, wie man Lust zum Gärtnern hat. Der muss rein, der Kürbis hier. Ja. Wie tief müssen wir denn? Ach, die sind sehr gerne tief. Ja. Das müsste reichen, aber vorbessern. Und Wassermarsch. Wunderbar. Peter, du siehst hoffentlich einer sehr ertragreichen Ernte entgegen. Es gibt aber natürlich auch viele Menschen in der Stadt, die haben keinen Garten, sondern nur einen kleinen Balkon oder eben eine Terrasse. Und auch für die gibt es sehr pfiffige Lösungen. Mehr dazu gleich. Ich bin heute als Gärtner unterwegs. Von Blumenau geht es jetzt ins Zentrum Münchens zum Demonstrationsgarten der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Garten. Hier will ich mir ein paar Inspirationen und Tipps für den Anbau auf kleinstem Raum holen. Bei der Erkundungstour zu den verschiedenen Möglichkeiten steht mir der Garteningenieur Florian Demling zur Seite. Kann hier eigentlich jeder kommen und ernten? Bei uns darf man auf jeden Fall auch naschen. Also wenn man eine reife Tomate entdeckt oder eine Erdbeere, darf man sich was schnappen. Ach, herrlich. So macht Gärtnern Spaß. So, und das ist dann angesagt, wenn der Platz wirklich ganz, ganz wenig wird, oder? Genau, also da muss man quasi ins Vertikale gehen. Da haben wir unsere Living Wall-Systeme. Das ist natürlich was Spezielles. Das ist schon fast erdelos und die Wurzeln wachsen hier quasi drin im Wasser. Und da spare ich mir natürlich viel vom Gießen. Wenn ich das dann an so einer vielbefahrenen Straße anbaue, kann es ja durchaus sein, dass es nach einem halben Jahr schon ziemlich schadstoffbelastet ist, ne? Ja, also wenn ich natürlich eine stärker befahrene Straße habe, sollte ich vielleicht darauf achten, dass ich Gemüse anpflanze, das nicht Blatt- oder Fruchtgemüse ist, was dann eher Schadstoffe dann über die Luft aufnimmt. Warum selbst angebautes Obst und Gemüse so wertvoll ist, beantwortet mir jetzt die Ökotrophologin Angela Dietz. Sie begleitet Schulprojekte zum Urban Gardening. Würden Sie denn sagen, dass wenn man es selber zu Hause im Garten macht, dass es per se gesündere Lebensmittel sind als die, die ich zum Beispiel im Supermarkt bekomme? Sie sind auf jeden Fall frischer. Frischer geht es ja eigentlich gar nicht, als direkt aus dem Garten oder von der Terrasse oder vom Balkon. Mhm. Aber mir scheinen auch andere Aspekte noch wichtig zu sein, nämlich dass der Kontakt wieder da ist mit dem Anbau von Nahrungsmitteln. Beim Projekt Wissen, wie es wächst und schmeckt, werden die kleinen Hobbygärtner dabei begleitet, eigenes Gemüse zu züchten und es nachher zu verarbeiten. Wichtig ist uns auch noch gewesen, dass jedes Kind ein eigenes Pflanzgefäß hat, um das es sich dann ganz persönlich kümmert. Im Demonstrationsgarten gibt es etliche Beispiele für Pflanzenmodule. Ein Wasserbeet ohne Erde oder ein Pflanzturm.
Hier geht es in die Höhe, um Platz zu sparen. Wie klein oder groß darf das sein? Man kann den auch ganz klein machen, nur mit so 40 oder 60 cm Durchmesser. Dank Ihnen hat mich das Urban Gardening jetzt wirklich vollends gepackt. Und deshalb verrate ich auch Ihnen gleich, wie Sie Ihren eigenen Pflanzturm bauen. Meine Gartentour in München führt mich jetzt nach Harlaching. Da die Grünflächen in der Großstadt rar sind, bauen viele Menschen ihr Obst und Gemüse auf Balkonen oder Terrassen an. Auf einer Fläche von 20 Quadratmetern hat sie sich hier ein Pflanzenparadies geschaffen. Beate Merkel. Hallo Beate, hier kommt dein Helferlein. Oh, hallo Vero. Hallo. Das ist ein schönes Arbeiten hier auf dem Balkon. Wo bist du gerade am Gießen? Ich habe gerade die Chili gegossen und ein bisschen die Tomaten und den Palmkohl. Ja. Mann, auch noch genau. So ausgefallene Sorten. Beate hat sich auf Permakulturen spezialisiert. Einen nachhaltigen Anbau, bei dem Pflanzen an optimalen Plätzen wachsen. Welche Vorteile bringt denn diese Permakultur? Wenn du das mal gemacht hast, dann willst du nichts anderes mehr essen. Also die Sachen schmecken einfach ganz anders. Es ist irgendwie ja, viel frischer, viel intensiver und einfach richtig toll. Und woher kommt diese Leidenschaft? Wir hatten immer einen Garten und meine Mama kennt sich auch gut aus und irgendwie hat die mir ihren grünen Daumen vererbt und ich liebe Pflanzen. Jetzt sollen es noch mehr werden. Wir bauen zusammen einen Pflanzturm mit Hasengitter und Kokosfasermatte. Der Kneifer wird's richten. Ja. Soll ich mal übernehmen? Kannst du ja, sehr, sehr gut. Mit einem Draht zusammenbinden und dann die Löcher für die Stecklinge rausschneiden. Wenn du das anschaust, dann hast du hier so einen kleinen Wurzelbein. Ne? Mhm. So. Ja. Gutes Augenmaß. Das ist so. Die Abstände zwischen den Löchern sollen zwischen 10 und 25 cm sein. Du, ihr habt ja so einen Gärtnertraum, ne? Ja. Ein Wunsch, der in greifbarer Nähe ist. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wir wollen nach Portugal auswandern und da eine Farm kaufen und dann Selbstversorger werden und eben Kurse für Permakultur halten. Da der untere Bereich des Turmes erfahrungsgemäß feuchter ist, eignen sich dort vor allem Salate. Dann taufen wir unseren ersten Pflanzturm auf den Namen Portugal, würde ich sagen. Drücke euch ganz fest die Daumen und wünsche euch alles Gute vielen dafür. Dank, vielen Dank. Vielen und für mich Dank. Geht's auch weiter. Und zwar zu meinem letzten Gartenprojekt. Bis gleich. In München komme ich jetzt zu meiner letzten Urban Gardening Station. Bahnwärter Thiel ist ein alternatives Kulturzentrum mit Grünflächen. Ela Rösler mit den Kindern Ludwig und Therese kümmert sich um eines der begehrten Hochbeete. Hallihallo ihr drei. Hallo. Na, seid ihr schon fleißig? Ja. Ich habe euch zwei Sachen mitgebracht. Meine Arbeitskraft und guck mal, eine Heidelbeere. Habt ihr schon eine hier drin? Nein. Ja, dann kommt die ja wie gerufen, oder? Aber ich sehe, guck mal, Ludwig, was sehe ich denn da? Eine Himbeere. Die kriegt schon Farbe. Welche Farbe hat sie, wenn sie reif ist? Pinkrot. Aha. Sag mal, wie ist denn das bei den Erdbeeren eigentlich? Ist da schon was zu ernten? Ja, hier habe ich zum Beispiel schon etwas entdeckt. Aha. Ella, magst du auch eine? Ja. Eigene Erdbeeren ernten. Und das in der Großstadt. Also guten Appetit. Die sind lecker. Circa 80 Beete gibt es hier insgesamt. Die Hobbygärtner können eines für 50 Euro pro Jahr mieten. Magst du mit mir zusammen? Mhm. Versuch mal vorsichtig am Kopf anzuziehen. So rein. Oh, super. Guck mal, habt ihr gut gegraben. Aber sowas von auf den Punkt. Die Familie ist dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Was bedeutet euch diese Patenschaft für das Pflanzbeet? Ich wollte es einfach mal ausprobieren, um zu sehen, was können wir machen, um auch ein bisschen mehr als in einem Blumentopf irgendwie eine Erdbeere zu haben. Und ich wollte das einfach meinen Kindern nahebringen, weil ich bin auf dem Land aufgewachsen und da gab es es in Hülle und Fülle. Gärtnern entspannt. Man kann hier runterkommen. Und ganz nebenbei wird die erste Gurke geerntet. Und wie schmeckt die Wurst? Ich wünsche euch ganz viele Gurken und überhaupt ganz ertragreichen Sommer und viel Spaß hier weiterhin. Meine Stadtgärtnertour durch München hat eindeutig bewiesen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und es gibt einfach unglaublich viele schöne
Projekte, vielleicht ja auch für Sie zum Nachmachen. Bis zum nächsten Mal bei Gesundheit.